So, und damit seid gegrüßt zu einem Nanny Parts Baldur's Gate 3. Und wir looten hier erstmal noch, nachdem wir die Hütte ordentlich aufgeräumt haben. Ich fürchte aber, hier wird nichts zu finden sein. Da stand halt, Achtung, Gefahr nicht betreten auf der Tür im Eingang. Und das ist der, ja. Vielleicht können wir Stuhl übers Dach werfen. Oh. Should mind my step. Stuhlweitwurf. Tisch können wir nicht annehmen. Fehlschlag. Ja, hier ist nichts. Friendly Fire. Oh, das hätte getroffen. Hat getroffen. Sie war ja schon drin. Dann bringen hier noch einen um. Aber sie können wir nicht werfen. Aber Carla kann sie werfen. Wenn sie sonst nichts zu tun gibt. Nee, kann sie nicht. Sie ist noch zu schwach. Oh, sie ist zu weit entfernt. Ja, das Klavier haben wir leider schon zerstört. Wir machen eh gleich eine lange Pause. Don't waste a step. Well, well, well. Was können wir hier noch werfen? Gibt es eine Tür nach draußen? Oha. Ja, geht einmal rum und drum herum. Well, it ends not as bad as it could have. All for me. Helps me. It's good to get it off your chest. Anyway, we just got to let what's his name and his toy soldiers take over the whole city. Mm-hmm. Attention! Not even close. And if you keep talking the way you do, we're going to Straße werfen. Fällt gar nicht auf. Hier gibt es wirklich nichts zu holen. Aus dem alten Garten. Warum sind wir hier reingegangen? Das war wirklich unrelevant. Wasserflaschen. Ha!
Wow. Ein Glas. Mit Kalach werfen? Oh, schade. Lag doch ein Zwerg rum. Schade. Ist auch zu schwer. Hat eine Flöte. Und einen Brief. Die Flöte ist ziemlich dieselbe wie wir. Kann Kalach eine Flöte haben. Kann zwar nicht spielen, aber. Lezi braucht noch ein Ding. Oder auch nicht. Den Brief halt nochmal lesen. Brief. Hast du verfasste Notiz? Ich hab sie. Wir sind im Haus vom alten Galo. Ihr Magier Paranoid, wie immer, hat ihre Sachen im Keller unter der Treppe versteckt. Einer aus der Gruppe hat mitbekommen, dass ich es weiß. Und beobachtete mich seitdem mit Argusaugen. Sagt Neunfinger, sie soll losschlagen, und zwar gründlich, ehe die toten Augen meinen Glubscher in ihrer Sammlung aufnehmen. Unter der Treppe. Sollte man vielleicht mal nachschauen. Ah, hier, Holznücke. Nächster Angriff. Jetzt geraten wir wieder an das Fernkieferstick. Watch how you go. There's a trap. Schon mit Zeasohle. Einmal schärfen. There are traps about. Oder nicht. Ah, oder doch. Sprengmine. Vorsichtig! Ach, Leute! Mal mehr Sprengminen hier. Folterfisch. Ein kaputtes Zeug hier. Ja, lädst du da, wo du gerade stehst. Alles schon ausgelöst. Natürlich kommen wir jetzt hier durch. Was ist hier? Einfach durch die Bretter laufen. Und wärmen gut. Was Wertvolles habe ich hier noch nicht gefunden. Auch hier nicht. Diebesding. Ding.
Ein Buch, Fabeln für uns. Okay. Geschichte der Flammenfaust. Aha. Und da lag noch was drunter. Ja, nix hier. Haben die Banditen nur schon mitgenommen oder was? Nichts Interessantes. Und eine Ritterrüstung, da haben wir schon eine. Ist zu schwer. Ja gut, dann gehen wir wieder. Der letzte macht die Tür zu. Niemanden in seiner Pause stören. So, wie geht's denn hier weiter? Okay, da waren wir scheinbar noch nicht. Pompt Norwart. Don't go peeking in the window of that house on the corner. You might get an arrow to the face. Zu spät. Okay, wir wollten mal eine lange Rast machen. Ist dringend nötig. Na, so dringend auch wieder nicht, aber bevor wir in den nächsten Kampf geraten. Sie darf kein Tier sein, aha. Tieren sprechen wegen doch nichts mehr. Na, wie geht's denn so? Mother's milk, your visage speaks of ill tidings. Speak, ally mine. What troubles you? Maria namens Lorcan sucht euch. Ich habe mich nur gefragt, wie es in Balthasars Käfig wohl war. Es ist nichts, wir unterhalten uns später. Is he indeed? Pray tell, what does he seek from Dame Aelin? Ich weiß nur, dass er eine Belohnung für eure Gefangennahme bietet. Er ist in Prahlhans und ein Narr. Würde mir keine Sorgen machen. Er wird gefährlich, wir sollten ihm ein Ende setzen. Er hat eine Belohnung für eure Gefangennahme ausgesetzt. Jagen brutale Söldner euch. Let them come and let them find me.
Dame Aelin will strike down any who seek to bring her to harm's home. Yet, it is better to cut off the head of the snake than to let its slithering snakeling swarm us unabated. This wizard, must be held to account. I will wring his neck until he's dead. Vernichten wir ihn gemeinsam. Legt euch nicht mit ihm an, er ist gefährlich. Oh, his end will be one more strand in the great braid of our friendship. Okay, mal schauen, ob wir den noch schaffen. I'd like to get a few licks in myself. My darling, we agreed you'd scout for the nearest Salunite enclave this very night. Let us divide our efforts. All the sooner to be reunited. I won't let you go alone. Who knows what this wizard might have planned? Our closest ally will accompany me. Der hat so einen Bannkreis, das könnte swift and fruitful chore. Hie we to this Leroican right away. I am as eager to meet him as he is to ensnare me. Okay, setzen wir die Quest mal fort. Wir sollten dir schnell mal folgen. Wir sind ein bisschen weit davon entfernt. Aber gut. Machen wir das als nächstes. Schnell mal eine Schnellreise. Oder nicht so schnell. Und das Spiel immer neu laden muss. Ich könnte doch meinen, wenn das einmal geladen wurde und nach jeder langen Rast dann wieder. Wir müssen hier mal zum Magier. Welcome back to Sorceress Sundries. How can I help you? Haben wir Nachtlied, Steuern, sonstiges? Augenblick, ihr seid in Unperson, was ist das? The provision of information that leads to the retrieval of the Night Song is worth a great deal to Master Leroican. Do you have him? Please proceed up. Thank you. Okay, wir müssen nach oben. Mal die Treppen finden. Das war dieses Portal hier, oder? The Night Song is an immortal being, the child of a deity. Ja, ich bin mal gespannt, ob die schon da ist. Ob wir jetzt einen großen Kampf haben. Und ich habe vorher nicht gespeichert, Idiot. A magician in a tower, hiding away from the frightening world. What are you so scared of, Magus? Not the Night Song, surely? Why, she's nothing but a relic to be purchased and pursued.
At last. There you are, my dear. You will address me with due deference. I am Dame Aelin. And you are a whelp without honor, without pride, with nothing but a tower full of trinkets. Oh, my apologies, Dame Aelin. I meant no disrespect. I asked our mutual friend here to make an introduction that I might get to meet the famed daughter of Saluna. Forgive me for that impudence. Perhaps our friend can bridge the gap and do what I believe they came here to do? Ich bin gekommen, um mich aufzuhalten. Ich bin nur zum Zusehen hier und macht es nicht unnötig schwer. Aelin, fügt euch. My steel-hearted friend speaks true. Give me one good reason, Magus, why I should not strike you down where you stand. Dame Aelin, I have discovered a device that would allow your immortality to be shared. It would cause you no harm, no pain of any kind. You serve your mother, Saluna, I believe. She who has blessed our realm with so many gifts. Honor her by sharing yours. You dare to threaten me with the same magic that held me in torment for 100 years? You do not seek to share my gifts. You seek to poach them. I had hoped to appeal to your better nature. Perhaps I overestimated you. No bother. I have an arsenal of implements capable of convincing you to. Großzügigkeit, die Hingabe. Vorbei, Magie, ihr könnt uns nicht beide überwältigen. Ihr könnt die Unsterbliche haben, Lokal gegen eine angemessene Belohnung. Macht es nicht unnötig schwer. Nein. A pity you didn't prove a more reliable ally. You could have reaped the rewards of my good favor. Also ihre Freundschaft kann nicht mehr geboren. Keep an open mind. It seems you're determined to make this as difficult as possible. I have great plans for you, Dame Aelin. And if you will not go quietly, then you'll go kicking and screaming. Aha. Wir werden sehen. Magicians and their plans for Dame Aelin. Predictable, sadistic, flaccid. Myrmidons! Imperatum! Aha. Auf geht's. Ein weiterer Kampf. Vielleicht gewinnen wir diesen. Ach du heilige Scheiße. Oder auch nicht. Also er ist der Schwächste hier. Wie es ausschaut. 200. Wow. Das sind Dinger. Werden wir vielleicht doch nicht so schaffen. Nicht genug Bewegungsrate. So weit hier können wir nicht lang, oder wie? Versuchen wir mal hier rüber zu kommen. Und greifen den anderen an. Count on me. Ein Fehlschlag, fantastisch. Sollten wir den Zauberer vielleicht zuerst ausschalten?
Elementarviecher sind schon heftig. Okay, und sie ist schon fast tot. Interessant. Wegs unterbrochen. Sehr gut. Schalt mal den Wasser. Der ist mit Feuer aus. Ein Fehlschlag. Wenn wir das schaffen sollen, weiß ich auch nicht. Kriegt schon viel Schlappen, ja toll. So wird es aber nie was. Und jetzt alle Elemente hier. Wir begeben uns hier in Kämpfe, für die wir noch nicht gewachsen sind. Okay, greifen wir erstmal die hier an. Oder auch nicht. Wenigstens Karlach kann die angreifen. Und die nur mehr Züge hätte. Der haut auch ordentlich zu. Ach du Scheiße. Schon im Arsch. Und sie auch gleich. Das ist leider ein Ding, was wir jetzt ausgelöst haben. Was war? Das hätten wir können vorher. Hier ist der Magier. Nachteil. Weg unterbrochen. Ach, verdammt. Ich muss da mal hin. Da stehen die beiden aber hier alleine. Und ich hier rumrenne. Ach, ich bin hier gefangen. Sehr schön. Fehlschlag. Willst mich echt rollen. Kann man das irgendwie friedlich klären? Glaube ich aber nicht, dass man das friedlich klären kann. Wir sagen, nimm sie. Fantastisch, dass wir hier eingesperrt sind. Nicht mitkämpfen können. Und ich bin tot. Am Sterben. Okay, Kränk ist fast hinüber. Ah, es ist einer von allen. Das sieht katastrophal aus für mein Team. Für sie auch. Die sind hier zu mächtig. Okay, einer ist tot.
Hilft nichts dagegen, dass wir hier einfach hoffnungslos sind gegen die hier. Die Metardinger. Ah, toll. Ein weiterer hinter uns. Wir haben noch nicht genug zu tun. Mit denen, die da sind. Magier hier. Mit einem Bewegungsrad, aber er ist schon fast tot. Blöd, dass die anderen es nicht sind. Und wir sind es gleich. Ah, okay, sie ist tot. Das ist blöd. Ist tot. Make way. Not fall before my time. Sich wiederbeleben. Ist keine Chance. Sie darf nicht unbelebt sein. Hm. Was hat sie denn im Inventar? Ein Großschwert. Ja. Wo ist jetzt der Idiot, der... Wo steht Lothar rum? Warum ist das eh neu laden? Finde ich ein bisschen ernüchternd, dass wir hier zu nix... nichts in der Lage sind. Ich hielt uns zu stark, aber sehen wir hier in solchen Kämpfen, das war es doch. Wir haben Vampir gerade eben und so ein bisschen und jetzt hier. Ja. War ganz spannend, aber ich hole mal den Spielstand zurück. Vielleicht machen wir das später. Okay, sie jetzt auszunehmen, davon ist auch nicht die Option. Das ist eine blöde Idee. Das will ich nicht. Das ganze Blut hier. So, dann machen wir mal weiter. Wird man lieber Gel mitnehmen? Achso, ich würde gerade sagen, sind das die nur die wir haben? Hier haben wir auch noch Will und Janira. Aber das ist ganz ehrlich, das ist das Team, zwischen dem ich immer wechsle. Will hatte ich auch schon ein paar Mal mit, aber naja. Need something? Oh, darling, I'm hurt. It sounds. Wenn wir wieder einen Kampf, vielleicht schaffen wir einen Kampf auch mal besser mit ihnen.
With pleasure. Lead on. Okay, müssen wir nicht Level up. Haben wir schon Stufe 8. Ja, sowas ist diesen Kampf, den müssen wir auch noch zwei Level müssen wir auch leveln. Wenden uns erstmal andere Quests zu und irgendwann kommen wir hier nochmal wieder. So, hier geht's jetzt weiter lang. So, hier wollen wir jetzt lang. Hier geht's weiter. Auch im nächsten Kampf. Ah, fantastisch. Bankwächter. Okay, können wir hier unser vieles Angespartes abgeben. Sire, just speak to the clerks. Aha, wir können rein. Der Konto. Das Konto. Mit nur drei Wänden. Ja, was der Buchhalter. Ich hoffe mal, dass während der Zwischensequenzen, ja, so die Gegend ein bisschen nachlädt. Aber da muss erstmal Zwischensequenz laden. Welcome to the Counting House. I'm Head Clerk Mead, honey. How may the Fellowship of Financiers serve you? A relaxed tone and easy smile, but the halfling's shifting gaze gives it away. Something has him rattled. Bade überzeugend, ich schreibe eine Ballade, der verstörte Bankier. Es würde mir helfen, von euren Sorgen zu hören. Ich benötige Zugang zu eurem Tresorraum. Ich möchte ein Konto eröffnen. Habe ich irgendwelches Geld, was ich das dann nutzen könnte zum Einzahlen? Haben wir wohl geschafft. Can't imagine who would want to hear such a song. But as you will, a rather large and heavily armed fellow has accompanied Headbanker Glitterbeard down to the vault. He's an unusual sort of customer, but the head banker said he'd handle it, so it's fine. I'm sure we're just fine. Überzeugen, lasst mich helfen. Ich werde mich mit eurem Bankleiter unterhalten. Willkommen, nächster Kampf. Aber trotzdem geschafft. Charisma Bonus, yay. That would be most unusual, but then so is our visitor. Very well. Show the guards this temporary vault pass, and should my superior ask,
keep my name out of it. Okay, auf zum Tresor. Vielleicht können wir ihn ausrauben. Okay, wo geht's zum Tresor? Rechts, links. Hinunter. Account holders only from here. Vault pass? Hier bitte. Right. Descend and know. Upon entering the vault, you forego the protection of city and church law alike. Which is to say, keep to your own vault and you'll be fine. It appears was in a mood just now. Okay, hier ist ein Pentresor. So, durch die Doppeltür. Dank, Richter. Okay, schauen wir mal. Der wird wahrscheinlich hier durchgegangen sein. Need to see your vault pass, please. What's in order? Blessed day to you. Oh, fine. Ja, aber das Spiel speichern. Schatzkammertür. Dann brechen wir einfach mal ein. Ich wollte nur gucken nach dem. Das wird jetzt wahrscheinlich wieder missinterpretiert. Ich wollte hier nur nach dem Typen. Erfahrung. Und was hier mit dem. Please refrain from entering until a staff member has opened the way for you. Aha. Ob wir hier einen großen Typen finden? Und den Bankrichter? For current door codes, please refer to the head banker's office. Highest security clearance only. Hochsicherheitskammer. Ja, die Ausrauben ist jetzt die. Und die Bank ausrauben ist jetzt vielleicht nicht so eine gute Idee. Auch wo das Geld sicher gebaut könnten. Hat mich verwundert, dass hier kein großer, mächtiger Gegner auf uns wartet. Ein Protokoll hätten wir mal nachgucken können, aber ich wollte nur helfen. Oh je. Diese ungeladene Texturnummer. Abenteuerlich. Und wo sind wir jetzt? Have you ever seen anyone actually raid this place?
full privacy when you're down there, right? No guards poking about, and walls thick enough to drown a banshee's wail. Ja, und wollen wir die ist der Konto, der Bankbesitzer hier irgendwo? Mind your manners down here, sir. Titles don't mean much once you're in the vault. Ja. Mein Name, dann wir entschärfen. Dass wir klauen wollen. Gut. Geht man mal nicht lang. Den Bankraum wollte ich heute nicht. Dann kann ich leider nicht helfen. Was ist denn nun mit eurem Bankbesitzer? If you don't mind, sir, I do believe you have your pass, and I have other customers. The vaults are just downstairs. Aber da ist niemand. Was für ein Blödsinn da machst du hier? Tja. Sorry, sir, but these people won't see to themselves. Können wir noch ein Konto öffnen oder? Busy. Sorry. Wir drehen uns so ganz dreist vor. Und dann machen wir keinen. Öffnen wir kein Konto. Das soll doch mal in die Bank einbrechen wollen. Wir wissen jetzt, wo sie ist. Kunden war so weit in die Stadt. Hey, mate, you look pretty well geared up. Could you spare a healing potion? Sieht nicht verwundet aus. Ihr seid ein Offizier der Flammenden Faust. Könnt ihr euch keinen Quartiermeister holen? My problem isn't exactly official business. I expect to get beaten up by some thugs hired by Hobart Hune. Aha. Muss reich sein. Es ist gewiss nicht billig, Schläge anzuhören. Eine flammende Faust anzugreifen. Familie Hune, das sind doch die reichen Patriarchen aus der Oberstadt, oder? Würde Schläger losschicken, eine flammende Faust zu verdreschen. So rich they piss in golden pots. Or at least that's what Henrietta tells me. She's Hobart's daughter. We was engaged. Secretly. But now it seems she's set to marry Dirk Rillin. I tried to see Hen, but Papa had other ideas. Aha. Jetzt macht ihr euch bereit, für die Liebe verprügelt zu werden. Holt ihr euch nicht ein paar andere Fürsten, damit sie euch unterstützen? If I kick up a fuss, it might blow back on Hen. She's got troubles enough. Dirk Rillin is a major arsehole. I guess you've never been in love. Okay, doch, hier nehmt den Heiltrank. Ihr habt mir ganz neue Einblicke in die Durchsetzung von Gesetzen von Baldur's Tor gegeben. Viel Glück. Thanks for nothing, mate. At least you're polite.
Aha, okay, eine Tür. Okay, hier ist ein Hafen. Ein Bootssteg. Zeitungsverkäufer. Okay. Nun hier bald die Gegend erkundet. Bit busy, mate. We need to get these cleared before the next shipment arrives. Ja. Und da oben auf der Mauer war jemand, war der Händler, der Zeitungsverkäufer. Flüchtling. Wir können mit denen nicht reden. Können wir auf dem Schiff anheuern? Heißt der will nicht? This cargo's heavy as lead, and I've got lumbago issues. Das Hafenviertel. Should have docked her under one of those cranes and let the pulleys do the lifting. My last decent mate joined the Flaming Fists. Now I'm stuck with these two lugs. Aha. Und großen Fluss fahren können wir nicht. Mehr Flüchtlinge. Trockengestell. Okay, hier gibt es erstmal nichts. Nichts Interessantes für uns. Ein Stahlwache. Wir schleichen uns mal dran vorbei. Ach so, okay, für den habe ich doch. Für den trage ich doch seit Ewigkeiten diesen Stahlhelm rum. Oder trage ich den nicht mehr mit mir rum? Könnte ich inzwischen verkauft haben. Und keinen Hut haben. Ein hübsches Gewand. Ein Trauergewand, naja. Ja, genau so. Das ist sein Lederhut, den er mal dabei hat. Oha. Mart kriegen lässt. Look for striped sails, they said. Every other ship's got stripes on its sails. Like asking us to look for a fish with a tail. Ja. Eine lose Planke. Ich hoffe, wir werden da von der Stahlwache nicht attackiert. Schlüssel des Matrosen. Best show some respect. Or some more cunning. Ja. Das ist ein Leiter. Da geht's hinunter. Ach so, ja, ja, und nee, da wollen wir nicht runter. Geht's hier noch irgendwo lang? Nee, hier ist eine Sackgasse. Okay,
Krieg geht's eventuell weiter. With haste. Whoa, whoa, mate. This is the last place you need to be. Clear off, yeah? Warum darf ich hier nicht sein? Two words. Guild business. Only an idiot gets between them and their shipments. Bade täuschen, habt ihr etwa noch nicht gehört? Ich vertrete jetzt die Gilde und ich will die Lieferung abholen. Herr mit der Lieferung, sonst ist die Gilde euer nächstes Problem. Natürlich euch nicht einfach nehme mir alles. Sieht beschäftigt aus, lasst euch mal weitermachen. Mal schauen, ob das klappt. Ich mit meinem Charisma. Why didn't you lead with that? I trust you're gonna balance the books too, yeah? Bitte sehr, 1000. Kommt drauf an, habt ihr alles, was wir bestellt haben? Ich glaube, ich plündere lieber eure Leichen. Oh yeah, weapons, drugs, bit of fire wine, you know, the usuals. Haben wir das Geld dann? Pleasure as always. Better clear it out before the fish get here. You know how they are. Jetzt will ich dafür aber auch was haben. Und ich da schön. Jetzt will ich die Ladung auch mitnehmen. Und dieses 1000 dafür bezahlt habe. Infernalisches Eisen. Ich darf hier mal klauen. Das fällt nicht auf. Oha. Okay, das war's oder was? Holzkoffer, nichts mehr. Das ist aber nicht so sehr gelohnt. Das war ein bisschen auffällig. Gut, gehen wir mal wieder. Oder bleiben wir hier? Da geht's noch weiter, glaube ich. Ich komme zu Damon und das nächste Eisen. Wird gespeichert, oha. Ach, wir sind überladen. Sollten wir bald fest was loswerden. Das ist ein Wörterbuch. Und die Armbrust. Mal ein bisschen verteilen das Zeug. Sicherer Bereich. This dock is closed until further notice by order of Lord Gortash. Oha. Nicht gut entdeckt. It's not a lie. If you would just listen. Bodo. Lange nicht mehr gesehen. Ist doch abgehauen, mal die Dinge zu machen. Enough explaining, Volothamp Gadam. You have
very hearts and minds of these good, kind, gentle citizens with your lies, your delusions, your conspiracies. Though you hide behind a mask of stories, we have seen beyond the veil. We see what you really are. Fearmonger. Mm-hmm. Hear, hear! Attention seeker! Hear, hear! Hat er versucht, sie zu warnen vor dem... Agent of Chaos! Your parasite stirs in recognition. This man is infected. Ragnahels follow! Today, citizens, we rid ourselves of this cankerous sore. Today, we burn away all falsehoods. Today, we will be divided no longer, for today, we rise in truth! Psst. Don't just stand there! Help me, goddammit! Help me! A madman Volo may be, but I see no reason to blow him up over it. Waffe ziehen, Volo hat keinen Schaden angerichtet gegen Dienst der Absoluten. Waffe ziehen, die Absoluten wieder. War aber zu denken, war aber zu erahnen. Welches Verbrechen hat dieser Mann begangen? Wenn er schuldig ist, wo sind die Beweise? Wo ist das Verfahren, wie es keine Gerechtigkeit ist, zu wüten des Brotpöbels? Dann nur zum Macht, was ihr mit dem, was ihr wollt. Ihr wollt einen Mann töten, weil er fabuliert, weil er Geschichten erzählt. Das ist doch lächerlich. What's this? Another heretic in our midst? Mhm. Another mind clouded by the disruptor's lies? Another soul? Der Hut steht geil, super. Cleanse. Well, we are nothing if not gracious. Let us Natürlich. See if we cannot lift the veil from their eyes too. Kommt her und stirbt. No, please, no! Ja, toll. Wo du? Halte durch. Der Fang brennt ja schon. Natürlich immer zuerst auf Gale. Aber die kriegen wir hin, glaube ich. Nicht genug Reichweite. Natürlich, was auch sonst. Ich bleib mal hier stehen. Die Stallwachen mischen sich nicht ein. Ist nichts Karlach dran, also. Aura des Mordes. Fantastisch. Kriegen wir ja wohl noch besiegt oder nicht. Ja, die sind jetzt nicht so stark, das sind doch nur halbstarke. Feuerball. Oder nicht. Fantastisch. Also effektiv war das noch wieder nicht.
So, ich bin dann mal hier kämpfend. Ein Fehlschlag. So, erster Tod. Der zweite folgt sogleich. Bewegungsrate, sag mal. Das gibt's ja nicht. Lasst wohl in Ruhe. Hier läuft natürlich ein unsichtbarer Timer, bis der Wagen explodiert. Muss nochmal aufpassen. Sollte mich vielleicht ein bisschen zurückhalten. Einer weniger. Ja. Rettungshof gelungen, fantastisch. Und der nächste. Wow. Was eine Angriffsserie. Nicht schlecht. Ich versuch's. Ich glaube, ich komme zu ihm, bevor das explodiert. Das sieht nicht gut aus. Scheiße. Rip-Voodoo. Dafür müsst ihr bezahlen. Ja, war schön mit Voodoo. Ich meine, der war jetzt nicht so wichtig. Ich werde jetzt nicht neu laden wegen dem. Müssen wir hinnehmen. Ob er ist noch da? Wir hätten früher zu ihm und die Fässer wegnehmen müssen. Wie gesagt, unsichtbarer Timer und so. Der Angriff hat ja gar nichts gebracht. Okay, einer steht noch. Okay, macht ihr mein Ende. Und der arme Volo. Oh, Level Up. Bin nicht meine Leiche geblieben. Aber ein weichter, absoluter. Ist hinüber. Ist auch ein Achievement.
Schade, Volo. Sehr schade. Swift as my feet can carry me. Jetzt müssen wir erstmal Level-Ups machen. Erstmal Brennwale. Aha. So, Stufenaufstieg. Badestufe 9. Neuer Zauber. Stufe 5. Bindung der Ebenen. Ziele auf ein anderes weltliche Kreatur und verbinde dein Bewusstsein mit deinem. Sie folgt dir und kämpft als dein Ver- Oh wow. Können wir gebrauchen. Massenwunden heilen. Du fährst eine beruhigende Summen aus Energie, die dich und deinen Verbündeten in der Nähe heilt. Ja, wäre auch nötig. Vollständige Genesung, wirf eine Kreatur, um die sich von Flüchen und anderen Zeug zu befreien. Person beherrschen. Lass einen Humanoiden an deiner Seite kämpfen, damit immer die Kreatur Schaden erleidet. Wenn immer die Kreatur Schaden erleidet, führt sie einen Weisheitsrettungswurf gegen die Beherrschung durch. Die Verbündete können nicht unterworfen werden. Äußerlichkeiten, Tarne bis zu 4 Mitglieder in der Amateurgruppe. Wow, das sind mächtige Zauber hier. Monster festhalten, nehmen eine Kreatur. Kann sich nicht bewegen. Ich nehme die beiden hier, weil wir hier einen Zauber setzen werden. Heilung wäre auch gut, aber. Ja. Personen bezaubern, Metallhetzen aber noch nie genutzt. Mach mal so. Kann jetzt Wesen beherrschen. Da merkt man, dass wir hier schon auf einem Level sind, was eigentlich gut sein könnte. Aber die haben es gesehen im Kampf gegen die Magier. Dann doch zu scheiße. Ist gut so. Bei dir machen wir nichts mehr. Barbar Stufe 9. Ja, bei ihr gibt es auch nichts. Beschleunigt das Ganze. Am Magierstufe 9 würde auch bestimmt was bringen. Zwei neue Zauberer. Zauber. Ah, er kennt jetzt auch diese Dinger. Telekinese, wirf eine Kreatur oder einen Gegenstand mit reiner Gedankenkraft bis zu 18 Meter weit. Wow. Plage, Steinwand, Elementarbeschwörung, Todeswolke, Kälte, Muster festhalten, errichte eine Wand aus massiven, nicht magischen Steinen. Aha, das kann den Kämpfen sehr gut helfen. Okay, Zauber vorbereiten. Stufe 1 Zauber, naja, die sind auch gut hier. Lassen wir drin. Magische Waffe nie benutzt. Da können wir den Elementar reinmachen. Und die Wand.
Ja, können wir so machen. Something's on my mind. Oh, Wave Mother, Queen of the Depths, hear me. Please carry Holly to her final rest in the deep wilds. Please. Sorry, are you here for a Wave Servant Holly's funeral? Oh, it's already started. Out there, just inside. Wir kennen Vodo Beerding. Wird deswegen gesungen. Störe ich die Bestattung. Danke, weggehen. Yes. Oh, please, you're most welcome. We have much to be thankful for. May the Wave Mother smile on you as she did Holly. Wir haben zwar keine Leiche, aber ich würde gerne Vodo Beerding. Asche. Können wir ein bisschen Asche mitnehmen? Den Arm hat zurück ein Stück gerissen. Ah, Vodo. Da ist er ja. Können wir den mitnehmen? Was ist mit deinem Charakter mit passiert? Bin ich klein geworden? Vodo ist einmal nach zu Geistern und Gespenstern. Zu Händen Vodo Tamp. Die Dams. Und ein Auge. Ach, das wird das Auge, wenn er uns hier. Vodos Ersatzauge. Wenn wir ihn unser Auge ausstechen hätten lassen. So, wo ist sein Tagebuch? Das müssen wir mal lesen. Meister Vodo, ich bewundere eure Arbeit schon seit vielen Jahren. Insbesondere eure Theorie zum Baalblut und zu Würger gestellt. Kürzlich bin ich auf eine Information gestoßen, die ihr, wie ich glaube, höchst faszinierend finden werdet. Treffen wir uns dort an den Docks und konferieren. Ganz unter uns, zwei Gelehrten, vertraut mir, das werdet ihr euch nicht entgehen lassen wollen. Ah, und da ist er hingegangen und uns da mal gefunden. Der Arme. So, wo das Buch? Wollen wir das? Unsortiertes Inventar. Das Buch müssen wir doch behalten. Ja. Ich kann es gerade echt nicht finden. Die scheinen die kaum leserlichen Notizen in der Arbeit zu sein, die sich noch in der Entstehung befinden. Geist, Todesbier, Poltergeist, Spuk, eine Tasse Eis, eine halbe Tasse Kartoffelschnaps, drei Pfingerhut, Zitronen, Saft mit Minze, Garnieren. Ah ja. Zu schwer zum Aufheben. Schade. Ich hätte ihn gern irgendwie. Wir haben doch schon andere mitgenommen, oder nicht? Jetzt können wir den aufheben und sind überladen. Ich nehme aber Vodo mit, den müssen wir im Lager. Müssen wir ins Lager bringen.
Gut. Der darf hier nicht auf der Straße liegen bleiben. Haben wir eine weitere Leiche am Hotel. Gut, ich würde mal sagen, hier machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Erstmal ins Lager. Na, Rast machen wir noch nicht, aber... Ja, wohl ablegen. Sehen wir uns in der nächsten Party hier wieder. Ciao, ciao.